Das ist das erste Seestadtfest, die Seestadt wächst und gedeiht. Dieses Jahr werden noch die ersten Bewohner schon anziehen können. Wir haben heute auch das Richtfest gefeiert vom Südviertel. Das heißt, die ersten fast 250 Wohnungen werden auch dieses Jahr fertig werden. Und die Seestadt ist natürlich ein besonderes Quartier, deswegen war Bundesregierung hier, die Stadtspitze war da. Die Seestadt ist ja nicht nur ein kleines Neubaugebiet, sondern eigentlich entsteht ja ein neues Stadtviertel. Und zwar da, wo früher der Güterbahnhof war, also aus einer Brache, wird ein urbanes Zentrum und mit dem See natürlich ganz charakteristisch. Ein neues Zuhause für viele, viele Menschen und zwar auch noch das in ganz vielen Preisklassen. Also jeder soll sich hier nachher auch eine Wohnung leisten können. Wir haben hier ein absolut innovatives Projekt. Deshalb fördern wir das als Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck auch mit einem deutlichen Geldbetrag, weil wir uns so zukünftiges Wohnen vorstellen, dass es eben nicht mehr die Gasheizung ist, die die Wohnung warm macht, sondern dass wir das mit Wärmepumpen und dem Verbund von vielen Wohnungen anderen Abwärmequellen dann entsprechend nutzen. Die Nebenkosten werden nicht günstiger in den nächsten Jahren, sodass wir uns da natürlich dann auch Gedanken gemacht haben, nachhaltig, innovativ und ja, trotzdem noch relativ nah an der alten Heimat. So funktioniert das, Forschungsergebnisse in die Praxis zu bringen. Wünsche Ihnen bei klasse Wetter alles, alles Gute diesem Projekt, weiterhin Projektentwicklung in der Stadt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bewusstsein für Klimaschutz wächst in unserer Bevölkerung. Die Seestadt zeigt, dass Komfort nicht zulasten des Klimas gehen muss. Also genau dieses Projekt hier ist ein Pionierprojekt, ist ein Projekt, das für andere zeigen soll, dass es geht. Die Stadt betreibt ganz aktive Stadtentwicklungspolitik, die eben auch mit Klimaschutz und auch mit einem guten Angebot an die Menschen eben einhergehen soll. Und das sind wichtige Vorteile und da haben wir jetzt die Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Wir machen jetzt gerade die ersten Vermietungen, die ersten Verkäufe und das läuft richtig gut an.